Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold mit Bernie. Und wo ist mein Ton? Ah, da ist er. Wir sind auf Route 15, Fuchsania City Lavandia und kämpfen gegen dieses Mädchen da. Bei schönem Wetter würden die Kinder lieber im Schulhof spielen, als in den Klassenzimmern zu lernen. Aha, bist du auch eine Lehrerin oder eine Betreuerin? Oh oh, die hat eine Peitsche. Oder ist es ein Nudelholz? Griffel. Griffel, 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 Griffel. Oder ist es ein Nudelholz? Keine Ahnung. Schlagstock oder Nudelholz? Keine Ahnung. Weiß nicht, man hat mich gesehen. Yeah! 643 EP. Silvia setzt Dragosso ein. Ist das Dragosso die Weiterentwicklung von Knogger, oder? Ja. Sicher. Naja. Oh oh, es pumpt sich auf. Es pumpt sich auf! Aber es wird nicht mehr überleben, denn ich mache es zu Hackfleisch. 670 EP. Und Leiterin Silvia wurde besiegt. Ich wollte nicht verlieren. Hast du aber gerade 1, 2 Polizei, 3, 4 Döner hier. Din, din. Lass uns kämpfen. Ich werde nicht verlieren. Und ich werde auch nicht verlieren. Schuljunge Torb möchte kämpfen. Schickt Xatu in den Kampf. Ein Psycho-Flug-Pokémon. Mach mal Glut. Den Glut müsstest du verbrutzeln. Love is a burning thing. Dippy dippy dip 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 dip. Nicht? Es hat 1, 2, 3, 4 Augen. Aber dafür bekommt man viel EP. Und Simsala. Simsala. Abra, Kadabra, Simsalabim! Aber ich habe noch nie eine Weiterentwicklungsstufe vom Bim gesehen. Gibt's überhaupt ein Bim? Weil es gibt ein Abra und ein Kadabra und ein Simsala. Also müsste es auch irgendwann einmal ein Bim geben. 1384, 84. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. Ja, hättest du. Und noch einer. Warte, meine Mutter anrufen. Also, ich muss meine Mutter anrufen, so. Und er sagt. Ui, wieder so ein böser Schuljunge. Mich, Michelle. Voltoball in den Kern. Miguel oder Michelle? Wie sagt man denn? Nein, es gibt eine Miguel und eine Michelle. Und eine Michelle und eine Michelle. Verwirrend, kompliziert. Ist das ein Voltoball-Trainer? Oder ein Voltoball-Trainer-Jüngling? Aber mit Biss beiß ich alles nieder. Walzer. Und er walzt mit Walzer alles nieder. Yeah! 684. Ah, fast Level 50. Schickt Magneton in den Kampf. Magneton! Flammenrad! Denn das ist ein Stahl-Pokémon. Da wirkt Feuer sehr effektiv. Wie ihr natürlich in meiner Folge schon gesehen habt. 1000, yeah! Level 50! Und versucht Flammenwurf zu erlernen, aber hat doch kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von vergessen werden? Ja, wir vergessen Glut. Denn Flammenwurf ist besser als Glut. Und das war zugleich die letzte Attacke, was er lernen können hat. Leider. Nun ja, jetzt gibt's es nur noch eins zu tun. Was, das sehen wir vielleicht noch heute, oder
Nächstes Mal. Ich bin mir noch nicht ganz. Sieht man gleich. Aber dafür muss ich erst diesen Jüngling da besiegen. Kampf. Und 514 EP. Und Schuljunge Miguel. Mann, tut mir leid, Mutter. Ich wurde besiegt. Aha, hat er jetzt die ganze Zeit mit seiner Mutter telefoniert. Schnabler. Nach vorne mit dir. Husch, husch. So. Jetzt sind wir mal in Fuchsania. Bim, bim, bim. Hier ist eine Nachricht. Bis auf Weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen. Ach nee, Mist. Da ist ein Pokémon-Center. Oh, da komme ich gerade nicht hin. Gehen wir da hinein. Mein Großvater ist der Wärter in der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hatte sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist. Ganz allein. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Ja, Leute. Wir sind hier und jetzt fliegen wir schnell nach Azuria City. Denn da muss ich schnell was machen. Etwas holen. Vorher dann heilen, genau. Schwarze Joy, heile nicht mich, sondern meine Pokémon, denn sie sind alle verletzt und brauchen deine Fürsorge. Hey, das war ein cooler Song. Danke, danke, danke. Ciao, ciao. Und Bills PC. Ablegen. Legen wir schnell Schnabel ab. Nur ganz kurz Schnabel ab, gell? Hol dich gleich wieder zurück. Mitnehmen, Dama. Schleckzunge. Ich bring dich gleich wieder zurück. Keine Sorge. Und wir fahren jetzt nach oben. Ich frag mich wieso, dass ich das schon vorher gemacht habe, aber naja. Der Haupt hatte ich noch keine Schleckzunge dabei. Also hin und her und rauf und runter und zu Bills Opa. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit langer Zunge erzählt. Hast du das, dieses Pokémon, dafür gesehen? Ja. Du zeigst es mir? Wie lieb von dir. Da haben wir's ja. Ah, das ist Schlurp. Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir. Danke. Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung. Und ich erhalte einen Ewigstein. Besuch mich bitte wieder. Pokémon, Hotdog, hä? Und jetzt? Ah, mein Enkel wähnte ein grünes Pokémon, auf dessen Blättern Kopf wachsen. Hast du dieses Pokémon, darf ich es sehen? Nein. Du hast es nicht, schade. Rundes grünes Pokémon, auf dessen Kopf Blätter wachsen. Ach nee, Mist! Rundes grünes Pokémon, auf denen Blätter auf den Kopf wachsen. Das ist Megani! Oder? Na, ich kann man noch gar nicht holen. Shit! Muss ich da jetzt nach der Reihe das machen? Oh, Mist! Rundes grünes Pokémon. Ablegen. Schleckzunge. Und mitnehmen. Mist. Schnapper. Naja, muss ich mal schauen, ob ich das nicht finde. Ach ja, so.
Fliegen wir noch schnell zurück und dann mache ich einen Cut. Nach Fuxania City. Ja, Leute, da drüben ist die Arena. Und da gehen wir auch dann gleich rein. Und ich mache hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Gold mit Bernie. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.